begrüße ich euch zur Löwenrunde vor unserem Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Dortmund 2. Neben mir Maurizio Jacobacci, den ich recht herzlich begrüßen darf. Euch natürlich auch. Und dann geht's direkt mit Fragen los. Wer möchte beginnen? Matthias Eicher, wenn du das Mikro kurz hinterreichen würdest. Servus zusammen, Herr Quatschi. Nach dem überzeugenden 3:1 in Aue, was glauben Sie, ist die Mannschaft jetzt bereit, über 90 Minuten zu einer stabile Leistung folgen zu lassen zum zweiten Sieg in Folge? Ja, das ist natürlich ein Wunsch von uns allen, natürlich diese Leistung in Aue zu bestätigen. Ganz klar wissen wir auch, dass es ein doch nicht einfaches Spiel wird, denn Dortmund ist eigentlich eine gute Truppe, die gut mitspielt, die den Weg nach vorne sucht. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt, sehr guten Klima, sehr konzentriert, haben eigentlich gewisse Dinge auch auf dem Platz angeschaut. Und ganz klar, wir wollen natürlich eben dieses Spiel gegen Aue bestätigen und natürlich nachlegen, vor allem vor unserem eigenen Publikum, was sicher ein Vorteil ist, wenn man zu Hause spielt, vor allem bei uns. Und es wird wichtig sein, dass wir da von Beginn weg eben die Attribute an den Tag legen, die es braucht, um gegen diese junge Truppe, gegen Dortmund auch zu bestehen. Nochmal Matthias. Wie schaut es denn mit dem Personal aus? Jürgen Haller bei der Nationalelf, Marius Wöll könnte theoretisch auch laufen, oder? Ja, gut, Marius Wöll, der ist dabei. Der ist im Aufgebot, ganz klar. Klar, Morgala, der fehlt uns. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eigentlich praktisch alle an Bord. Natürlich die Langzeitverletzten, Rieder und Talik. Sonst sind eigentlich alle da. Und auch bei Dortmund hat es Spieler, die fehlen, die ersetzt werden müssen. Aber es geht um uns und das ist entscheidend, dass wir unser Spiel versuchen zu machen. Klar, wissen auch von den Gefahren, die uns Dortmund geben kann. Also wir sind da sicher schon bereit, um Maßnahmen zu treffen. Dann Thomas Spiesel. Sie sprechen schon an, Dortmund hat ja auch 5 Aufstellungen an die Nationalmannschaften. Rechnen Sie damit, dass Verstärkung aus dem Bundesliga-Kader von Dortmund mit dabei sein wird am Sonntag? Ja gut, es bringt ja nichts, wenn ich mir da Gedanken mache, könnte oder könnte nicht. Das werden wir dann am Spieltag sehen. Aber entscheidend ist für mich vor allem, was meine Mannschaft leisten kann. Und aus diesem Grund mit großem Respekt natürlich gegenüber dem Gegner, wie es immer sein sollte. Man muss halt immer demütig bleiben und auch sein. Aber mir geht es darum, was ist meine Mannschaft fähig umzusetzen. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, der Gegner, wir haben immer einen Gegner gegenüber. Aber entscheidend ist schon für mich, wie wir uns präsentieren, offensiv wie auch defensiv. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir da weiterhin einen Schritt vorwärts machen. Und das werden wir sicher am Sonntag dann auch sehen. Auch wenn Sie sagen, Sie schauen auf die eigene Mannschaft, sicherlich haben Sie sich ja informiert über den Gegner, über Dortmund. Da fehlen ja auch mit Bane und Papadopoulos 2 Schlüsselspieler, die auf der Doppel 6 spielen könnten. Hat das Auswirkungen auf die taktische Ausrichtung der Löwen am Sonntag? Eigentlich nicht. Ich glaube, dass Dortmund in der letzten Zeit in einem System gespielt hat mit 4 Abwehrkette, was für nicht der Fall war. Die hatten meistens mit einer 3-Kette gespielt, 3-5 Abwehrkette. Aber ich glaube, sie haben in der letzten Zeit auch gewisse Resultate erzielt und ich glaube nicht, dass sie da von dem jetzt weggehen.
aber wir sind auch gewappnet, wenn sie im System irgendeine Änderung machen sollten, dass wir da bewusst beide Situationen im Auge behalten. Aber noch einmal, es geht schon um uns. Wir wollen dem Spiel den Stempel aufdrücken. Das ist eigentlich unser Ziel. Und ja, das gilt es eigentlich zu beherzigen, diese Dominanz auf den Platz zu bringen, um zu zeigen, dass wir doch eben Step by Step wieder einen Schritt vorwärts machen wollen. Weiterentwicklung ist wichtig, weil Stillstand ist nicht optimal oder nicht gut. Trainer Marco Blanco. Das Dortmund, wenn man die letzte Kick Fußball spielen kann, haben sie gegen Zwickau gezeigt. Auch Mannheim hat sie das vor kurzem erfahren. Es ist vielleicht umso wichtiger, dass der Ludwig zuletzt in Aue von Beginn an das Kommando übernimmt und deshalb das Handeln quasi in die Hand nimmt. Ja, das ist das Ziel. Dass wir von Beginn weg unser Spiel dem Gegner aufzwingen wollen. Aber das bedingt natürlich, dass wir die Einstellung dazu haben, den Willen auch haben, dem Gegner eben gleich von Beginn weg weh zu tun, dass sie nach hinten arbeiten müssen. Und wenn wir natürlich den Ball nicht haben, dass wir eben gegen den Ball so arbeiten, wie ich es auch gegen Aue getan habe. Das sind die Voraussetzungen, die da sein müssen. Dann noch eine kurze Nachfrage zu Leandro Morgalla, der U19-Nationalmannschaft knapp gegen Italien verloren hat. Das Spiel gesehen oder waren Sie im Austausch in dieser Woche mit ihm? Ich habe ihm natürlich alles Gute gewünscht für diese Woche, dass er natürlich seine Leistung abrufen kann und vor allem wieder gesund zurückkommt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber das Spiel selber jetzt habe ich nicht verfolgen können. Wobei, ja, er hat aus der Außenverteidigerposition gespielt, das weiß ich. Und das kann er natürlich auch wenn ich sage, als Innenverteidiger kann er sich dort sicher auch weiterentwickeln. Uli Köhne, mit Mikro bitte. Ja, hallo, Herr Kovacsi. Wer soll ihn denn ersetzen, Morgalla? Da bieten sich ja der Semi Belkadir an, der zuletzt nicht das beste Spiel gemacht hat, oder der Niki Lang, der wenig Chancen bekommen hat in letzter Zeit? Das wäre mal die erste Frage. Ja, wir haben noch einen Tag Zeit, also von daher, wir haben noch eine Trainingseinheit morgen. Der Semi, es ist nicht so, dass der Semi jetzt ein schlechtes Spiel gegen Duisburg gemacht hat. Noch einmal, er hat halt einen Fehler begangen, den Ball verloren oder der Pass ist nicht angekommen, falsche Entscheidung getroffen in diesem Sinne. Aber sonst in den 90 Minuten, die er gespielt hat, hat er eigentlich eine sehr solide Leistung gebracht und auch gute Pässe gespielt. Ja, wir nehmen uns auch jetzt die Zeit und werden dann aus dem Bauchgefühl entscheiden. Ich glaube, beide können diese Position innehaben. Ich habe da absolut keine Probleme, sei es den Lang wie auch den Bekaye spielen zu lassen. Und ja, aber ich gebe mir noch 24 Stunden Zeit. Nächste Frage. Was hat sich denn verändert durch den ersten Sieg? Das war für die Mannschaft der erste Sieg seit Wochen, für Sie überhaupt der erste Sieg. Wie hat man es gespürt diese Woche? Ging das Arbeiten noch leichter auf dem Platz? War die Stimmung noch besser? Ja gut, die Stimmung ist klar nach einem Sieg. Vor allem nach so einem Sieg und nach so langer Zeit hat es jedem gut getan. Mich persönlich hat es enorm gefreut für das Team. Aber wir haben uns ja nicht jetzt zurückgelehnt. Wir haben doch eine sehr gute Woche gehabt. Wir haben eigentlich das, was wir machen sollten, haben wir getan. Wir haben sehr gut vorbereitet, wir haben sehr intensiv gearbeitet in den Tagen, wo es eben notwendig war. Wir haben heute sicher wenig runtergefahren sind. Wir haben taktisch gearbeitet heute, morgen auch das Gleiche. Weil es gilt ja schlussendlich gilt es ja am Sonntag eben diese Trainingswoche, diese Intensität, die wir hatten, dann auch auf den Platz zu bringen, um volle Kraft eben gegen Dortmund zu spielen und eben dann am Schluss auch
einen Sieg einzufahren, weil das ist ja unser Ziel. Haben Sie eigentlich auch das Trainerbeben in der Seitenstraße mitbekommen? Und hat Sie es genauso überrascht wie wahrscheinlich die meisten, die mit Fußball zu tun haben? Ja gut, ich habe das gestern wie alle anderen Leute auch erfahren, gestern Abend spät. Ja, es tut immer leid für einen Kollegen, der dann in einer solchen Situation gerät, aber das ist jetzt nicht mein, mich persönlich beschäftigt jetzt das weniger, weil ich glaube, ich habe hier eine sehr schöne und intensive Aufgabe zu bewältigen und das ist auch schon eine große Sache. Letzte Frage von mir. Jetzt, wo die Aufgabe so viel Spaß macht, wann wäre für Sie ein guter Zeitpunkt zu beschließen, dass man vielleicht mit Ihnen weitermacht? Braucht es dann noch ein paar Siege? Weil so lange dauert die Saison nicht mehr, nur noch gut 2 Monate. Ja, 2 Monate sind lang. Ich habe das schon beantwortet. Ich konzentriere mich voll und ganz auf immer das nächste Spiel, weil das ist für mich eine Zielvorgabe, persönliche Zielvorgabe. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste Spiel und von daher tue ich alles Mögliche, um dem Team so gut wie möglich unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen, dass sie an diesem Sonntag oder an diesem Wochenende das bestmögliche Spiel abliefern können, weil das einzige Ziel, das wir haben, ist eben so viele wie mögliche Spiele zu gewinnen. Das wollen, diese Winnermentalität an den Tag zu legen, um eben die bestmögliche Möglichkeit zu haben. Meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Ich glaube auch, dass Sie logischerweise nicht jede Woche diese Frage beantworten möchten. Vielleicht, wo der Kollege auch so ein bisschen drauf raus wollte, gibt es intern irgendwelche Absprachen, zum Beispiel Stichtag 30. April, da spielt 60 in Saarbrücken. Bis dahin schaut man sich das an und dann setzt man sich zusammen oder geht es, wie Sie jetzt gesagt haben, einfach von Spiel zu Spiel und irgendwann werden die Gespräche dann kommen? Ja, das wird so sein, dass irgendeinmal werden sicher die Gespräche kommen, aber ganz klar ist, wenn wir Resultate erzielen, ich glaube, dann ist ja jeder glücklich. Ich als Trainer natürlich, weil das ist ja mein Ziel, persönliches Ziel ist ja, Siege einzufahren mit 1860 München. Und das muss auch das Ziel sein jedes einzelnen Spielers. Ob er jetzt spielt oder von der Bank aus kommt oder auch nicht eingesetzt wird, das Ziel muss sein, als Einheit eben ein Resultat zu holen. Und wenn das der Fall ist, dann erübrigt sich wahrscheinlich dann auch die Diskussion um meine Person. Dann glaube ich, dass der Club dann auch auf mich zukommen wird und über die nächste Saison zu sprechen. Also Sie sind jetzt bereits einige Wochen hier, haben Sie vielleicht auch kurz mal Zeit gefunden, so ein kleines Fazit einmal durchzuschnaufen, ein Fazit zu ziehen über die ersten Wochen, auch wie die Mechanismen bei 60 München eben funktionieren, nach der Niederlage gegen Köln, teilweise Pfiff im Stadion, dann nach dem Sieg gegen Aue. Ja, gefühlt eine Lösung, die mehr war als nur ein Drittligasieg auch im ganzen Umfeld. Haben Sie schon Zeit gehabt, das Ganze so zu reflektieren? Ja, ich reflektiere sicher auch über alles, wobei ich habe mir das erste Mal nach diesem Sieg, ich glaube Montag hatte mir frei und da habe ich mir einen halben Tag morgens gegönnt mit einem guten Freund, den ich seit Jahren kenne, der in München war, einen Kaffee zu trinken und wirklich mal über andere Dinge auch zu sprechen. Das hat auch gut getan, ganz klar. Aber natürlich, ein Sieg gibt dir enorm viel. Und er ändert eigentlich auch deinen Tag, was danach passiert nach einem solchen Sieg. Es ist einfach ein fantastisches Gefühl gewesen. Und ich habe es wirklich genossen, diesen Montag. Und nichtsdestotrotz, das ist ein Glücksmoment. Glücklich sein ist dann etwas anderes noch. Das beinhaltet ganz andere Dinge.
Und das war einfach ein Glücksmoment, den ich wirklich genossen habe. Aber ab Dienstag haben wir uns wieder fokussiert auf den nächsten Gegner, weil das ist die Zukunft. Schaue ich nochmal in die Runde. Olli Kölner. Ja. Im Interview mit Joe Kuyamba hat der Spieler gesagt, dass er schon Interesse hätte, dass sie hier bleiben. Das könnte dann seine Entscheidung, ob er hier bleibt, vielleicht auch beeinflussen, und zwar im positiven Sinne. Und er hat auch angedeutet, dass die Mannschaft durchaus die Saison noch nicht abgehakt hat. Also dass sie schon noch eine gewisse Hoffnung haben, da irgendwie nach oben ranzukommen. Ist das einigermaßen realistisch aus Ihrer Sicht oder freut Sie das? Befeuern Sie das? Sehen Sie es auch so? Noch einmal, es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt. Und das nächste Ziel für uns alle sollte sein, dieses Spiel gegen Dortmund zu gewinnen. Weil das nächste kleine Ziel ist eigentlich eine Serie zu starten. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Und eine Serie startet man nach 2 Siegen hintereinander. Da fängt eine Serie an. Und wir sollten wirklich alles unternehmen, um dieses Ziel zu schaffen. Und wenn wir dieses Ziel geschafft haben, können wir uns dann wieder Teilziele setzen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu weit nach vorne zu schauen. Das tun vielleicht schon andere, aber wir dürfen das nicht. Und das ist für mich enorm wichtig. Kleine Ziele sind auch, sich weiterzuentwickeln, an unserem Spiel zu feilen, offensiv wie auch an unserem defensiven Spiel. Das sind kleine Dinge, die wir verbessern wollen, gemeinsam, um eben immer wieder stärker zu werden. Und wenn dieses Stärkegefühl dann kommt und immer sich weiterentwickelt, dann passieren dann Dinge, die man nicht einfach so erklären kann. Man wird einfach stärker, man fühlt sich stärker. Und zusammen zu sein, und das zusammenzuleben ist auch eine Stärke. Weil wenn man miteinander ist, fühlt man sich einfach stärker, als wenn man als einzelne Personen irgendwo ist. Und das habe ich schon mal beschrieben. Eine Gruppe von Menschen zusammen haben viel mehr Mut, etwas zu machen. Weil sie fühlen sich beschützt auch. Sie fühlen sich stark in der Gruppe. Aber diese Leute, wenn sie alleine unterwegs sind, ist es nicht das Gleiche. Und das ist, im Mannschaftssport ist das auch so. Und das heißt, auf dem Platz kompakt zu stehen, defensiv zu arbeiten, miteinander den Ball zu schassen, den Gegner immer zu stressen, miteinander, hat einen großen Druck, es gibt einen großen Druck dem Gegner. Und dieses Gefühl auszustrahlen auf den Gegner, das ist Power. Und da gewinnt man Zweikämpfe, man gewinnt zweite Bälle, man erobert eher den Ball. Und das sind solche Mechanismen, die dann Einfluss haben in unser Spiel dann am Schluss. Und das wollen wir erreichen. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann freuen wir uns auf 15.000 Zuschauer, darunter 800 aus Dortmund, am Sonntag im Grünwalder Stadion. Ich wünsche euch schönen Freitag, schönen Samstag und sehen uns am Sonntag. Danke.